Hannelore Brenner bereitet sich nicht nur auf die nächsten Medaillen, die nächsten großen internationalen Wettbewerbe vor, sondern sie hat auch noch ein ganz, ganz anderes Ziel, nämlich eine eigene Stiftung zu gründen. Und das ist auch eine ganz spannende Geschichte. Marius Zimmermann. Hannelore Brenner verbringt im Moment auffällig viel Zeit am Schreibtisch. Sie engagiert sich für eine Aktion, die sie im Sommer ins Leben gerufen hat. Kleine Glücksritter. Ein Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, schwerkranke Kinder und deren Geschwister mit Pferden in Kontakt zu bringen. Hannelore Brenner sucht Unterstützer. Einige Paten hat sie schon gefunden. Allen voran Malu Dreyer, die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin. Zurzeit baut Hannelore Brenner ein Netzwerk auf, sucht Höfe und Pferde, die für die Arbeit mit den Kindern geeignet sind. Ein Tier wird sie selbst zur Verfügung stellen. Whoopi, das 21-jährige Pony in ihrem Stall im rheinhessischen Wachenheim. Wenn es der Wunsch ist, können schwerkranke Kinder mit den Tieren in Kontakt kommen. Sie müssen gar nicht reiten. Hanne Brenner weiß aus eigener Erfahrung, wie viel Kraft und positive Energie Pferde geben können. Sobald wie möglich möchte Hannelore Brenner die ersten Kinder mit den Tieren zusammenführen, um mit ihnen einige glückliche Momente zu erleben. Der Verein ist gegründet, die Stiftung geplant, die kleinen Glücksritter. Was genau ist die Idee? Wem genau wollen Sie denn die Glücksmomente schenken? Diese Glücksmomente wollen wir Kindern schenken und Jugendlichen, die lebensverkürzend erkrankt sind und einfach den Wunsch haben, irgendwas mit Pferden zu machen. Es muss nicht unbedingt Reiten sein, es kann natürlich auch jede andere Form der Begegnung mit dem Pferd sein. Lebensverkürzend heißt, wir reden jetzt von todkranken Kindern? Ja, von todkranken Kindern, die in der Regel auch austherapiert sind und die da auch keine finanzielle Unterstützung erfahren. Das muss man einfach dazu wissen, auch die Eltern nicht, die oft aufhören zu arbeiten, um für ihr Kind da zu sein und die eben dadurch, dass keine Therapie mehr anschlägt, einfach da auch wirklich wenig unterstützt werden. Welche ganz persönliche Geschichte steckt bei Ihnen dahinter? Das war eine Begegnung im Frühjahr letzten Jahres mit einem Mädchen, mit einem 12-jährigen Mädchen, die den Wunsch geäußert hat, mal von mir Unterricht zu bekommen. Über Bekannte, über Freunde ging das. Ich bin da hingefahren und habe sie getroffen. Sie saß schon auf dem Pferd. Ich habe ihr ein bisschen Unterricht gegeben, habe sie gefragt, wie was geht. Und eins habe ich auf jeden Fall mitgenommen und das hat mich auch nie wieder verlassen, dieses strahlende Gesicht. Dieses Kind hat einfach es genossen, eine Runde zu galoppieren, war stolz wie Hulle, dass sie das gemacht hat und hat sich richtig Mühe gegeben, war voll konzentriert und hat einfach diesen Moment total genossen. Und das habe ich nie wieder vergessen, weil ich einfach denke, solchen Kindern muss das ermöglicht werden. Und zwar ohne großen Act für sie, dass sie einfach dieses Angebot bekommen, bei sich auch in der Nähe. Und das ist das Ziel, dieses Netzwerk letztendlich über ganz Deutschland aufzubauen. Mit tollen Unterstützern. Malu Dreyer haben wir gerade gesehen, unsere Ministerpräsidentin. Ursula von der Leyen ist mit dabei. Genau. Und einige andere, die sich da engagieren wollen. Ja. Dieses Mädchen lebt nicht mehr? Nein, es ist im September gestorben. Und zwar genau an dem Abend, wo ein Empfang bei uns im Ort in Wachenheim für mich gemacht wurde nach den Paralympics. Ich habe das erst am nächsten Tag erfahren. Das war der Abend und da war für mich irgendwie klar, das muss also weitergehen. Da muss ich was machen, möchte ich auch was machen und ging dann auch mit einer Sammlung los. Ja. Ich habe Gott sei Dank auch noch meinen Arbeitgeber Lotto. Ganz, ganz dick hinter mir. Der auch unterstützt. Der unterstützt und noch ein paar andere. Ich hoffe sehr, dass das noch ganz, ganz groß weitergeht. Eine Internetseite gibt es schon von den kleinen Glücksrittern. Da weiß man auch, wo man spenden und das Ganze ganz unterstützen genau. kann. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, sportlich, aber auch mit dieser anderen Geschichte, dass Sie Dankeschön. Ziel erreichen. Hannelore Brenner, danke.